In der heutigen Folge habe ich den Kelvin da. Wir ziehen noch einmal kurz Fazit über die Kurzzeitvermietung. Wir lernen heute ganz starke Learnings, welche Fehler du dringend vermeiden musst. Er wird alle Zahlen komplett offenlegen von einem Jahr Betrieb von der Wohnung. All das und noch viel mehr siehst du gleich. Von daher bleib dran, es wird sehr spannend. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Wir haben eine neue Folge und zwar geht es einmal um das Thema Kurzzeitvermietung. Ich habe einen besonderen Gast hier. Kelvin ist wieder in der Town, in der Haus. Kelvin, wir wollten noch mal ein Fazit ziehen. Wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr. Das stimmt, ja. Also wir haben gesagt, nach 6 Monaten, das hat dann nicht gepasst. Aber umso besser, wir haben mehr Zahlen, wir haben mehr Fakten und wir können heute uns einfach mal das ganze Projekt richtig angucken, können mal richtig reinleuchten. Für euch da draußen mit Sicherheit sehr interessant zu sehen, okay, wie lief das Ganze selbst in Corona-Zeiten, selbst in schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt auch mit der Ukraine erleben. Schauen wir uns einfach das Ganze an, haben auch eine interessante tagesaktuelle Situation, was die Zinsen angeht. Da könnte das Thema bestimmt für den einen oder anderen da draußen sehr spannend sein. Genau. Ja, super. Schön, dass du wieder da bist. Hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Wenn ihr nicht ganz wisst, worum es geht, es ist eine Playlist. Wir haben hier quasi angefangen, eine Wohnung in Essen, haben wir komplett einmal eingerichtet, möbliert, für die Kurzzeitvermietung vorbereitet. Wir haben im Prinzip dazu einige Folgen, wo wir das alles von A bis Z halt erklärt haben. Das heißt, wenn du jetzt gerade das nicht kennst und das Projekt halt bei uns ist, kannst du gerne die Videos anschauen, dann siehst du dann so rückwärts. Jetzt geht es darum, dass wir mal ein Jahr lang jetzt in Betrieb haben. Oder wir. Kelvin hat die Betrieb, um das einmal zu berichten. Vor allem wird es auch spannend sein, wir hatten Corona, als wir angefangen haben. Corona ist ja, ich weiß nicht, latent noch da oder auch nicht. Im Sommer war es eigentlich weg, jetzt kommt es langsam zurück. Werden wir sehen. Spannend auf jeden Fall, was macht bei euch ein Impact in Sachen Ukraine-Krise? Gibt es da was zu sagen, ja oder nein? Und wenn dann, in welche Richtung? Zinsen, Zinsniveau, Immobilien, ne? Zinswende ist auf jeden Fall da. Ob das einen Impact hat und natürlich, wir wollen nach den Zahlen sehen. Wir haben ja gesagt, wir werden die offenlegen oder du wirst sie offenlegen. Ja. So, das wären so für mich die spannenden Themen heute. Genau, ja, super. Also wir können direkt einsteigen. Wir hatten damals eine Kalkulation aufgestellt. Wir hatten ja auch eine Möblierungsliste aufgestellt. Dort ist eine Abschreibung kalkuliert. Wir haben uns alles angeschaut und haben auf Grundlage dessen Preise festgelegt. Die Prognose damals, ich habe die Zahlen exakt mitgebracht, waren 13.327,51 € an Einnahmen, die wir verbuchen könnten an diesem Standort. Wir haben gesagt, okay, wir starten das Experiment. Jetzt ist es, die Wohnung liegt ja in Essen-Frillendorf. Die Essener unter euch werden sagen Gelsenkirchen. Aber also es ist ja quasi Gelsenkirchen, wenn man 1 Kilometer weiter geradeaus fährt. Und deswegen vielleicht nicht der interessanteste Standort für euch alle. Und ihr habt gesagt, boah, Frillendorf, habe ich auch noch Kommentare im Kopf. Funktioniert das überhaupt? Will da irgendjemand hin? Und wir haben gesagt, wir starten das Experiment, wir gucken es uns an. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben selbst bei den kalkulierten Einnahmen nur zu gewinnen. Die kalkulierte Auslastung damals neben dem Preis waren 49,17%. Das sind umgerechnet auf die Tage im Jahr 179,7 Tage, die wir das Ganze vermieten werden. Und wir haben gesagt, im Schnitt ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer über das ganze Jahr verteilt auf 2,39 Tage. Das waren so die Prognosezahlen, mit denen wir eingestiegen sind. Und es ist dann natürlich immer sehr, sehr spannend, trifft die Prognose auf die tatsächliche Nachfrage, trifft die Prognose auf das tatsächliche Ergebnis. Und wir können sagen, wir haben alle Punkte mit Bravour geschlagen. Also wir sind deutlich besser. Wir haben 18.946,29 € Umsatz gemacht. Natürlich immer inklusive der Reinigungskosten, aber auch in der Prognose ist das berücksichtigt. Wir haben eine Auslastung in der Gesamtjahresbetrachtung von 68,69%, also deutlich 20% über den prognostizierten. Wir haben damit eine Auslastung von 271 Tagen, verteilt auf 60 Buchungen mit einem Buchungsdurchschnitt an Tagen von 4,5. Das bedeutet, wir konnten die kalkulierten Reinigungen auch deutlich verkleinern, weil wir im Schnitt 2,1 Tage
Tage länger vermietet haben als prognostiziert. Und das entschlackt natürlich auch die Kosten. Und in der Gesamtheit haben wir circa 80 Gäste in diesem Jahr beherbergt. Also 80 Gäste haben eine kleine Quadratmeterwohnung in Essen, Frillendorf, entdecken dürfen. Genau, haben mit dem Besteck gegessen, mit dem in dem Bett geschlafen und die Dusche benutzt. Genau, wir haben sehr interessante Tatsachen entdecken können. Also gerade Hochzeit von Corona ist natürlich schwieriger touristischer Markt, aber man hat darüber sehr gut kompensieren können, indem man Geschäftsreisende aufgenommen haben, die sehr, sehr dankbar über die Autobahnanbindung und auch über die Nähe zu Gelsenkirchen waren. Wir hatten jetzt, als die Ukraine, als der Ukraine-Konflikt seinen Höhepunkt hatte, hatten wir sehr lange eine ukrainische Familie auch drin, die da drin gewohnt hat. Und das hat natürlich dann auch zu der Tagesanzahl, also im Durchschnitt geführt, dass wir diesen Durchschnitt deutlich heben konnten. Und ich glaube, wir haben ja alles deutlich besser gemacht, als wir beide das erwartet haben. Also ich hätte tatsächlich gedacht, Frillendorf, also du hattest gesagt, ja, es ist jetzt nicht der beliebteste Stadtteil, es ist jetzt nicht das, wo du selber wohnen würdest. Ich fand das Haus von Anfang an ziemlich gut, also die Gegebenheiten von dem Haus sind perfekt für die Kurzzeitvermietung. Es ist ein sehr anonymes Haus, es ist ein großes Haus, man hat einen Balkon dran, hat also nicht das Problem, dass die Leute innen drin rauchen, dass man da viele Geruchsproblematiken hat oder so. Man hat schön saubere Gänge, man hat einen trockenen Keller, also das, was wir uns wünschen als Betreiber. Das Einzige, was wir nicht haben, was ein bisschen schade ist, aber das ist zum Glück in der Ecke gar kein Thema, ist das Thema Parkplatz. Genau, aber grundlegend sind wir sehr zufrieden. Es läuft nach wie vor, es ist ein gutes Geschäft. Das Invest in die Einrichtung hat sich allemal gelohnt, würde ich sagen. Wir profitieren von der Langlebigkeit, von der Hochwertigkeit auch der neuen Küche. Ich glaube, ohne die neue Küche und ohne vielleicht die ausgetauschten Armaturen und das Porzellan im Bad wäre es vielleicht anders gelaufen, hätte für mehr Beschwerden gesorgt oder schlechtere Bewertungen. Aber so grundlegend kann man sagen, das war ein sehr gelungenes Experiment. Ja, super, mega, danke. Zum einen krass, alle Zahlen, ganz offen. Ne? Ja. Hatten wir ja gesagt, auf jeden Fall, aber das ist also schon auf jeden Fall eine Aussage. Ne? Ich glaube, wir auch nicht jedes Jahr wiederholen, aber es ging ja nur darum, geht das Experiment auf, ja oder nein? Wir haben gesagt, wir werden die Zahlen öffentlich tun und ja, vielen Dank, also echt, echt krass. Ich habe aber eins damit geschrieben, wir haben geplant 13,3, haben jetzt 18,9. Das ist 70% mehr roundabout als geplant. Ja. Wie kommt's? Also auf der einen Seite müssen wir sagen, wenn wir kalkuliert haben oder unser Partner, der damals die Standortanalysen für uns gemacht hat, ist es natürlich für uns und für alle besser, wenn man konservativ kalkuliert. Einfach klar, weil wir wollen ja nicht mit den hohen Zahlen in der Prognose locken, damit dann Eigentümer mit uns zusammenarbeiten und das bittere Erwachen erleben und wir am Ende 10.000 hätten umgesetzt statt 13.000. Ich meine, klar, wenn man es mit der Realmiete vergleicht, die man vielleicht erzielen hätte können, immer noch deutlich positiver, auch 10.000 Euro. Oder wenn wir jetzt 18.000 kalkuliert hätten und wir hätten nur 13.000 gemacht. Mhm. Aber der Dämpfer, den man hat, wenn die realen Zahlen deutlich schlechter sind, ist natürlich blöd. Und man muss dazu sagen, wir waren ja in einer Phase, auch als wir angefangen haben zu sprechen, mit der Corona-Entwicklung, wo wir alle nicht wussten, okay, was passiert, wie ist das überhaupt mit dem Tourismus? Es haben extrem viele Hotels und Pensionen oder Gästehäuser zugemacht. Wir hatten wenig Weitblick und Perspektive, okay, wie kommen wir durch diese ganze Situation durch? Und auch 2021 zum Start hin ist das Ganze natürlich ein Experiment gewesen auf unbekanntes Fahrwasser. Ne? Also wir wissen nicht, was passiert. Deswegen tendenziell immer konservativ die Prognosen und dass wir 5.000 Euro drüber liegen oder 5.600 in Summe ist natürlich fantastisch. Mhm. Ja, ja, also auf jeden Fall. Also es ist ja klar. Man muss dazu sagen, also die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören, es ist eine sehr kleine Wohnung. Also es ist eine Wohnung, wo maximal zwei Leute Platz finden. Wenn ich mich nicht täusche, ist die Wohnung 27 Quadratmeter groß. Wir haben aber eine tote Ecke, die wir nicht wirklich nutzen können oder nutzbar machen können. Also real Quadratmeter auch ohne Balkon liegen wir wahrscheinlich bei 22 Quadratmetern. Und das, ja, also da
das so gut zu verkaufen in einem Stadtteil, der jetzt nicht der beliebteste ist, ist dann natürlich in diesem Fall sehr positiv. Genau. Ja, absolut. Ich gucke nach der Größe, ich suche dich mal gleich raus, aber ich meine auch unter 30 sind wir. Ja, das ist wirklich, das definitiv. Klein, ja, praktisch, wie gesagt, eine Hotelkammer haben wir auf jeden Fall. Ja, maximal wirklich Doppel- oder Mutter mit Kind oder so, aber also drei Personen passen auf jeden Fall nicht da rein, das denke ich auch. Genau, okay, nee, super, perfekt. Wie weit hat der Stadtteil eine Auswirkung? Oder was meinst du, wie der so eine Auswirkung drauf hat? Du hast ja gerade schon gesagt, dass aus deiner Sicht ja die Qualität der Ausstattung auf jeden Fall ein gutes Plus dafür ist, mhm. ne? Was mit Sicherheit auch dafür sorgt, dass du das halt gute Buchungsquoten halt auch hast, gar keine Frage. Es ist ja auch nachhaltig, denke ich mal, durchaus. Macht ja durchaus Sinn, wenn man jetzt auch das Porzellan austauscht, wenn man jetzt die Armaturen austauscht, oder die Küche. Zum einen hat man wahrscheinlich mit Reparatur weniger zu tun. Man hat wahrscheinlich Booking-Raten, denke ich mal, also vornherein mehr Buchungen. Bewertung, vielleicht kannst du gleich auch noch was dazu sagen. Wie Bewertungs, gibt es dazu Rückmeldungen von irgendwelchen Portalen, wo du schon mal was dazu gekriegt hast? Vielleicht haben wir was gelobt oder hast irgendwas angemerkt, was da vielleicht noch spannend dabei ist. Wie es damit sich verhalten hat. Mhm. Also wir können natürlich sagen, Stadtteilauswirkungen, das ist natürlich immer schwer messbar. Ich habe jetzt mal beispielhaft einfach eine Unterkunft im selben Zeitraum in Rüttenscheid rausgesucht, wo wir auch eine geringfügig höhere Belegung haben, also da schlafen drei Leute drin, beziehungsweise finden drei Leute Platz. Du kennst den Schnitt selber in der Wusthofstraße, ja. Ist nicht der günstigste Schnitt, sage ich mal. Es ist, ja, die Raumaufteilung ist unglücklich, würde ich sagen, zum dauerhaften Leben auf jeden Fall. Für die Kurzzeitvermietung ist super. Da haben wir im selben Zeitraum von November bis also November 21 bis November 22, der Monat ist noch nicht ganz voll, klar, 21.546,92 € gemacht. Man sieht also, es ist doch noch mehr Umsatz gelaufen, auch wenn die Belegung nur geringfügig höher ist. Ich würde schon sagen, dass man Messegäste oder so vielleicht eher nicht in der Ernestinenstraße zumindest dauerhaft bei sich parken kann. Die Anbindung zum Bahnhof ist natürlich nicht so super und ja, genau, solche verschiedenen Aspekte, aber ich finde, dass die Gegebenheiten im Matching mit dem Umsatz trotzdem super sind. Und ich würde jetzt nicht sagen, boah, nee, Frillendorf lassen wir in Zukunft die Finger von oder so. Im Gegenteil, also man merkt einfach, okay, auch da gibt es Klientel und Nachfrage, die wir natürlich auch entsprechend bedienen können. Bei den Bewertungen muss man ganz ehrlich sagen, wir sind ja so ein bisschen in den Standort mit der Ernestinenstraße und den beiden anderen Wohnungen in der Wusthofstraße reingeschlittert in den Standort, haben uns auf sehr viele externe Dienstleister verlassen, haben daraus auf jeden Fall auch Lehren gezogen. Wir können aber sagen, also das Bett wird immer gelobt, das war eine sehr gute Investition. Sieht ja mega aus, ne? Auch wenn es ein bisschen lavede ist oder locker, das hattest du ja auch schon festgestellt, dass es an manchen Stellen vielleicht nicht extrem optimal oder widerstandsfähig ist. Es hält super, die Bewertungen dafür sind sehr gut. Auch die neue Küche macht sich definitiv bemerkbar und der Balkon. Wir haben aber tatsächlich aufgrund von externen Dienstleistern, und das ist einfach vielleicht auch das Learning, was man jetzt ziehen kann nach 3 Jahren Kurzzeitvermietung für mich, externe Dienstleister sind nur so gut, wie sie kontrolliert werden. Und wenn man das nicht regelmäßig oder sehr sauber in festen Checklisten kontrollieren und nachfassen kann, wird es einfach schwierig, dauerhaft Qualität zu gewährleisten. Und so war das halt auch ab und an in der Ernestinenstraße, was natürlich zu Einbußen in den Bewertungen geführt hat. Aber auch das, also da vielleicht euch auch mal von befreien, natürlich ist eine 5.0 auf Airbnb oder eine 10 von 10 auf Booking.com immer das Ziel, und es ist super wichtig, da auch nachzufassen und das zu versuchen zu erreichen, aber es ist kein Abbruch, wenn es nicht so ist. Nachfrage gibt es trotzdem, und auch ich habe jetzt in Essen übernachtet in einer Gesamtbewertung von 7,4, und es hat sich nicht
minderwertig angefühlt. Also es gibt einfach, man kennt das ja selber, na, man bewertet meistens in sehr emotionalen Momenten und diese emotionalen Momente sind entweder besonders positiv oder besonders negativ und besonders negative Momente kann man einfach schwer wieder rausbügeln. Das ist einfach so, vor allem wenn die Bewertungen anonym abgegeben werden können, man selber als Gastgeber auch auf Booking beispielsweise gar nicht zurückbewerten kann. Da ist man natürlich so ein bisschen dem Ganzen ausgeliefert. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch in der Corona-Zeit wurde es massiv ausgenutzt, dass man Gastgebende unter Druck setzen kann, dass man sagen kann, hier, gib mir 100 Euro wieder oder ich gebe dir eine schlechte Bewertung. Das dann aber so schlau gemacht, dass das Portal das nicht nachvollziehen konnte übers Telefon oder so. Wenn du dem nicht nachgegeben hast, wenn du dem nicht standgegeben hast, was wir in der Regel nicht machen, wenn es nicht absolut berechtigte Punkte sind, dann, dann muss man sowas in Kauf nehmen. Das haben wir gemacht. Funktioniert gut. Wir sind aber jetzt an dem Punkt, vielleicht darauf zurückzusprechen, vor ungefähr anderthalb Jahren oder im September 2021 hier gestartet an dem Standort mit 3 Einheiten, haben jetzt mittlerweile 11 sind in gutem Wachstumskurs, haben jetzt einen Standortleiter hier vor Ort. Wir werden jetzt unser eigenes Reinigungsteam hier aufbauen, sind da gerade dabei und sind da voller Euphorie. Wir lieben das Ruhrgebiet, wir haben es echt zu schätzen gelernt. Ich bin sehr gerne auch hier. Ich hätte mich vor 2 Jahren jemand gefragt, hast du mal Bock auf einen Trip nach Essen? Hätte ich gesagt, what the fuck ist Essen? Genau, das hat sich geändert. Also wir finden es hier super, wir finden es sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr, sehr spannender Markt, weil natürlich viel, viel Wohnraum auf nicht allzu hohe Nachfrage in gewissen Bereichen trifft, was dann natürlich für eine Art der Sondervermietung sehr geeignet ist. Haben aber auch unsere Lehren gezogen, beispielsweise aus einzelnen Wohnungen in einem Haus, wo es nicht ganz so anonym ist, wie wir das hier auch haben, was wir jetzt in Zukunft einfach vermeiden werden und uns größeren Objekten und Komplexen widmen. Im besten Fall halt Mehrfamilienhäusern, wo man gleich mehrere Wohnungen in einem Haus hat, beziehungsweise das ganze Haus exklusiv für sich. Das bringt einfach viel mehr Synergien, das bringt viel mehr Möglichkeiten mit sich, angefangen mit der Schließanlage unten an der Haustür bis hin zu sonstigen Smart Home Videoüberwachungen im Hausflur und dergleichen. Okay, genau. Ja, super. Cool. Das heißt also, Essen hat dir Spaß gemacht oder macht immer noch Spaß? Ja. Ich glaube, der Hinweis mit dem Dienstleister, mit dem Kontrollieren, war wirklich ziemlich gut. Weil es auch vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der Kelvin wohnt nicht hier, dein Geschäftspartner ja auch nicht. Das heißt also, das war nicht möglich, gerade mal eben zu sagen, ich check mal die Wohnung, weil ich kurz vorbeigehe. Das heißt, du machst dann alles ziemlich remote oder halt auf anderen Wegen, weil du halt wenig Möglichkeit dazu hast. Genau das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Geht auch so. So uns auch kennengelernt im ersten Podcast, da ging es ja auch selbst auf anderen Kontinenten irgendwie Wohnungen zu betreiben und so weiter. Ne? Genau. Funktioniert auch. Wir haben aber auch, glaube ich, da ein Nugget nochmal drin. Also, wie hast du gesagt, die hast du so gut kontrolliert, glaube ich. So war, glaube ich, wortwörtlich die Aussage. Ich glaube, ja. Das ist ein geiler Hinweis. Ja, denke ich auch. Dann, glaube ich, auch noch ein super Hinweis mit der qualitierten Ausstattung. Ja. Und auch die Küche, die du lobst, es ist so eine IKEA-Küche. Also, weil du sagst, hochwertig und wie auch immer, also ist eine IKEA-Küche. Ne? Ja. Es war aber das Ding halt zu Corona-Zeiten, oder teilweise ist es immer noch sehr schwierig, Material oder Möbel zu kriegen. Und das war die einzige, die wir damals geliefert oder überhaupt lieferbar war. Und das war nicht mal die Farbe, die wir haben wollten. Ne? Wir wollten, glaube ich, die ganzen schwarz haben. Wir haben, glaube ich, nur die Fronten schwarz. Und die Korpusse, glaube ich, nicht oder so. Weil es gab nur so. Also, das heißt, wir haben nur das genommen, was halt da war. Und wie gesagt, es ist eine. Also ist okay, aber ist jetzt keine High-End-Küche, kein super Ding. Neu, modische Farben, ne, das auf jeden Fall, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, jetzt auch nicht so der Burner. Ne? Gut, man muss natürlich auch sagen, dass mittlerweile IKEA sehr zugelegt hat, auch an qualitativ hochwertigeren Möbelstücken. Gerade die Küche, also wir haben jetzt das Modell genommen damals, für das du dich entschieden hattest, das ist schon aus der nachhaltigeren Reihe. Das bedeutet, da wurde in der Verarbeitung auch mit den Farben darauf geachtet, dass kein Mikroplastik drin ist. Und das ist, man merkt es einfach an der Oberfläche, es ist jetzt nicht so eine typische Pressspan. Also klar, man hat immer noch die Korpusse, die immer die gleichen sind. Es hat ja seine Vorteile auch. Aber genau, also so, es wurde einfach hochwertiger gearbeitet und man hat, glaube ich, alles aus IKEA rausgeholt, was ging zu der Zeit. Also,
weiß noch, wie du dich gesträubt hast dagegen. Aber genau, also vielleicht, um noch einen Spruch zu klopfen, den ihr euch merken könnt, die Reinigungskraft verdient Geld, wenn sie nicht arbeitet. Also immer dann wird Geld verdient, wenn sie ihren Job nicht tut. Klar, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Zeitgeschäft. Und je weniger die Reinigungskraft in einem abgerechneten Zeitraum wirklich tut, je weniger lange sie in der Wohnung drin ist, desto mehr Geld verdient sie. Und das spürt man natürlich, also das spürt man vor allem, wenn man nicht vor Ort ist, wenn man da nicht regelmäßig auch vorbeischaut im Reinigungseinsatz. Aber ja, das ist kein Problem, was es nicht zu lösen geht. Okay, cool. Muss du was Bestimmtes machen, damit wir da so viele Anfragen kriegen? Oder also hast du jetzt irgendwie das gepusht? Hast du jetzt irgendwie noch aktiv Werbung drauf geschaltet? Hast du da noch was dafür gesorgt? Oder irgendwie so Willkommensgeschenke? Also gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man so Promotion betreiben kann. Hast du vielleicht dazu auch gesorgt, dass jetzt wir so gute Zahlen haben? Oder ist da einfach nur normales Listing? Also was man sagen kann, ist, dass wir natürlich durch die Arbeit gelernt haben, sich besser und besser zu platzieren, den Algorithmus einfach zu kennen, zu wissen, okay, was muss ich tun, um Airbnb oder auch Booking.com zu zeigen, hey, der ist voll aktiv, der ist regelmäßig auf unserer Seite, der ist gewillt, daran zu verkaufen. Und was wir immer sehr gerne machen, ist, sobald eine Buchung über Airbnb bei uns eintrifft, die auch planmäßig länger bleiben möchte oder einen längeren Einsatz hat oder Stammkunden, konnten wir uns auch aufbauen, dann ist das große Ziel immer, die Leute von der Plattform in Direktbuchungen zu verwandeln, weil dann kann man immer sagen, okay, wir haben im Ergebnis die 18.946 Euro mit möglichst wenig Portalprovisionen. Und sowas spricht sich natürlich auch rum. Ne? Also wenn man da einmal einen Geschäftsreisenden hatte, der sehr, sehr zufrieden war, der wird seinem Kollegen auch weiter mitteilen. Wir haben aber jetzt nicht irgendwie Facebook-Werbeanzeigen geschmissen oder da sonst irgendwie andere Sachen gemacht. Was wir natürlich machen, ist, wir arbeiten mit einem Markenpartner, den hatten wir in der Serie auch eingeladen, das ist Roamlike. Mit denen arbeiten wir zusammen, die sorgen dafür, dass Gäste gratis Geschenke zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese Geschenke bleiben natürlich in Erinnerung, weil also was gibt es Schöneres, wenn man nach Hause kommt, man hat ein kühles Getränk. Ob das jetzt ein Bier ist, ob das ein anderer Aperitif oder Appetizer ist oder ob das eine Flasche Wasser ist oder eine Limo. Das ist immer schön, glaube ich, dass das sorgt bei jedem für einen kleinen Mini-Dopaminausstoß. Und wenn man dann noch so einen Betthupferl hat oder irgendwie was Kleines, dann kommt das in aller Regel auch sehr, sehr gut an und das konnten wir definitiv feststellen. Okay, ja. Cool. Ja. Ja. Nee, glaube ich auch, so gratis geschickt ist immer super, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und von Roamlike ist ja ein guter Partner, das halt mitmacht. Ne? Das ist ja genau. Wie die Leute so schön nennen, Win-Win oder in dem Fall dreifacher Win sogar, ne? Weil Roamlike, du als Betreiber und der Gast halt davon profitiert. Und der Markenbotschafter auch noch. Weil, richtig. Also wenn es gut so schmeckt, dann bleibt es ja im Kopf. Genau. Okay, super. Perfekt. Corona als Stichwort. Wir haben ja gestartet, da war Corona noch mega, mega ein Thema. Ne? Wir haben damals, ich weiß, die Sachen bei IKEA abgeholt, da war es ja so, du musstest ja mit Maske rein, du durftest nur, die in der Ausgabe gab es ja vorgepackte Wegen, die wurden desinfiziert und so weiter, also wirklich hoch von Corona. Momentan ist ja ziemlich abgeebbt, werden wir jetzt sehen, jetzt kommt ja erst ja vielleicht noch der Herbst und der Winter oder so, mal sehen, wie es da weitergeht. Kannst du was dazu sagen? Hat es Impact gehabt? Erwartet ihr was davon? Was plant ihr für die Zukunft damit? Also es ist natürlich schwer zu sagen, wenn man an einem Standort, wie du es schon gesagt hast, in der Hochphase von Corona startet, ob das einen Impact gehabt hat. Also mit absoluter Sicherheit. Wir hatten Beherbergungsverbote, wir durften nicht an Touristen vermieten, wir durften einer großen Zielgruppe diese Wohnung nicht präsentieren. Jetzt kannst du dir vorstellen, egal wie schön das Doppelbett ist und egal wie gut der Schlaf ist, eine kleine Zweiermonteursgruppe hat nicht nach 10 Stunden auf der Straße irgendwo arbeiten, dann auch noch Bock irgendwie das Knie vom Nachbarn zu spüren beim Schlafen. Und das ist einfach eine Wohnung, die ist definitiv nicht für die Zielgruppe Monteure im Normalfall geeignet. Wir hatten es natürlich auch schon, dass sich Monteure eingebucht haben, weil sie einfach sehr, sehr praktisch gelegen ist oder der Chef nicht darauf geachtet hat, ob man die Betten separieren kann. Aber es ist wirklich nicht gut gemacht dafür. Es ist auch gar nicht unsere Zielgruppe, die wir damit ansprechen wollten. Deswegen waren wir natürlich in Anführungszeichen so ein bisschen gelackmeiert und darauf angewiesen, dass hochwertigere Geschäftsreisende kommen oder anderweitig nicht touristisch Reisende.
glaube aber, wir haben es anhand der Zahlen ja auch mit der Gesamtauslastung. Wir werden mit Sicherheit auch mal in die 40% gerutscht sein, mhm, in einem Dezember 2021 oder so. Aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, wir haben es sehr gut über die Bühne gebracht. Wir haben uns damit arrangiert einfach. Wir haben uns natürlich auch krisensicher aufgestellt, haben unsere Strategien und unsere Ansprachen verändert, haben geguckt, dass wir nicht den Spielplatz in direkter Umgebung hervorheben, sondern die Autobahnanbindung, die Aldi-Zentrale beispielsweise direkt in der Nähe, in so eine Richtung gearbeitet, sowas auch targetiert in den Wohnungsbeschreibungen, unterwegs um die Unterkunft, die Einkaufsmöglichkeiten mehr hervorgehoben als irgendwelche Museen oder Aktivitäten, die sowieso alle nicht gingen. Das hat mit Sicherheit dazu geführt, dass diese Leute sich auch entsprechend angesprochen gefühlt haben, beziehungsweise von Anfang an bei uns einen guten Überblick hatten. Aber ob das jetzt wirklich einen Impact hatte oder ob wir deutlich bessere Zahlen noch ohne Corona geschrieben hätten, kann ich dir gar nicht sagen. Nee, klar. Also, wir hatten noch kein Jahr in der Vermietung. Ich hatte, seitdem ich 2019 gestartet bin, hatte ich 5 Monate Corona-freie Vermietung. Alles andere ist mit Corona gelaufen, deswegen kann ich gar nicht sagen, ich hatte nie ein ganzes Jahr. Okay, ja. Okay, ja. Aber was spannend ist auf jeden Fall auch, das glaube ich, hast du auch glaube ich beschäftigt, das Exposé, wie man es nennt, man glaube ich Exposé, ne? Also zum Beispiel Immobilienvermietung, Verkauf ist Exposé, das Inserat oder das Listing, dass das halt schon, weiß man, Zielgruppe und dass man das drauf matcht. Ne? Genau. Ja. Also das ist was ihr euch anschauen solltet. Ich weiß nicht genau, ob ihr es jetzt wirklich schafft oder nicht, aber falls, dann gibt es bestimmt noch eine zweite Möglichkeit. Aber genau, das ist zum Beispiel ein Thema, über das ich am 27.11. spreche, am Sonntag, 11 Uhr. Da habe ich ein kostenloses Live-Webinar und da geht es genau um das Thema Standortauswahl und Vermieterüberzeugung. Und das ist natürlich immer, also die Standortauswahl, es gibt nicht den perfekten Standort. Also ich kann jetzt nicht sagen, geh unbedingt nach Bottrop, da verdienst du dich dumm und dämlich. Ne? Also, man kann nur sagen, guck dir deine Wohnung an, guck dir die Möglichkeiten hast. Also falls du Eigentümer bist, wenn du noch keine Wohnung hast, dann überleg dir deine Zielgruppe, überleg dir, ob eine Familie, wie in meinem Fall jetzt mit 2 Kids, ob die in einem Studio glücklich werden wollen. Die schlichte Antwort ist nein. Die Eltern wollen ja irgendwie auch noch reden, wenn die Kinder schlafen. Und je besser man seine Zielgruppe einmal auf links gedreht hat und je besser man die Annehmlichkeiten kennt, je besser man seine Zielgruppe verstanden hat und die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe auch verstanden hat, desto besser matcht am Ende auch das Angebot. Weil wenn wir auf Monteure hätten gehen wollen, hätten wir 2 Einzelbetten reingestellt. Absolut. Dann hätten wir wahrscheinlich auch die Küche mit großen Töpfen ausgestattet, hätten geschaut, okay, was braucht denn ein Monteur? Der braucht mit Sicherheit ein Gefrierfach, weil der viel kocht, aber viel fertig und viel vorbereitet und in der Regel nicht kochen kann. Ich will jetzt keinem Monteur zu nahe treten, aber in der Regel macht das ja die Frau zu Hause. Und das ist... Das sind alles so Punkte. Kenne deine Zielgruppe, mach dir Gedanken über deine Zielgruppe und dann gibt es auch nicht die gute oder die schlechte Zielgruppe, sondern dann gibt es das perfekte Zusammenspiel zwischen Standort, Wohnung, Wohnungseigenschaften und Personen, die drinnen übernachten. Und entsprechend positiv ist dann auch die Resonanz, die Auslastung, die Bewertungen, das Rumsprechen. Also bei Monteuren ganz viel auf der Baustelle hier, ruf den an, der hat immer gute Wohnungen, da hat immer alles funktioniert oder so. Na, das hat man immer. Aber wir haben natürlich auch Ausrutscher. Und Ausrutscher gehören immer dazu. Du kannst deine Zielgruppe so gut kennen und alles so gut vorbereiten. Irgendwann bucht sich halt doch mal jemand ein. Und da hatten wir jetzt erst vor 2 Wochen eine sehr interessante Geschichte in der Wustorfstraße. Okay. Ich weiß, wie reingehört, aber kannst du vielleicht überlegen? Ja, ich weiß nicht, ob das dann Exclusive-Content wird. Okay. Weil nicht, dass die Leute über 18 sein müssen, die es gucken. Okay, dann lassen wir erstmal weg. Wie sieht's aus? Was hat denn die Ukraine-Krise? Hat die einen Impact bei euch? Ja oder nein? Und wenn ja, natürlich. Also ich würde schon sagen, dass sie einen Impact hatte und dass wir es deutlich gespürt haben. Also zum einen haben wir guten Willens Wohnungen günstiger rausgegeben und gesagt, okay, wir,
wir können nicht kein Geld damit machen, weil wir einfach durch Nachtspeicheröfen und so weiter laufende Kosten haben, die deutlich auch höher sind, aber wir konnten es deutlich reduziert anbieten. Wir hatten in der Ernestinenstraße für 8 Wochen Besuch von einem älteren Ehepaar, was händeringend auch auf Kinder gewartet hat dann. Und natürlich, als sie dann kamen, keinen Platz mehr bei uns finden konnten in der Ernestinenstraße. Aber davon abgesehen hatten wir dadurch, dass wir auch in den anderen Objekten mit Mehrbett, mit Monteur-Zielgruppe arbeiten, mehr Einzelbetten anbieten konnten, die Möglichkeit, ein paar Leute unterzubringen, haben wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten gemacht. Einmal wurden wir gelinkt, da waren es definitiv keine UkrainerInnen, aber auch das, wenn man nicht vor Ort ist und die Leute nicht persönlich eincheckt, ein großer Vertrauensvorschuss, den natürlich viele genutzt haben. So, jetzt sind die Leute, die Gastgeber sehr, sehr höflich, sehr, sehr freundlich und natürlich auch zuvorkommen. Man hat das ja in der ganzen Szene gesehen, ganze Hotels haben teilweise Zimmer verbucht, größere Kurzzeitvermieter bieten bis heute noch Unterkünfte für ukrainische Familien an und das ist natürlich eine Bewegung gewesen, die ist ungeplant, unorganisiert gestartet. Es gibt mittlerweile ganze Foundations, die genau mit der Unterbringung zu tun haben, die den Leuten hier einen Eintritt gewähren. Wir merken es tatsächlich jetzt immer noch bei den Bewerbungen für die Reinigungskräfte, dass wir einfach deutlich, ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist, aber wir haben deutlich mehr ukrainisches Klientel, was bei uns arbeiten möchte, was auch in Deutschkursen schon ist, was sich sehr gut auf Englisch verständigt und da sehr gewillt ist, auch zu arbeiten. Genau, also merken tun wir es schon. Wir haben auch in unserer Macht Stehende viel getan. Aber jetzt mittlerweile, muss man sagen, spürt man nicht mehr ganz so viel, obwohl die Situation ja immer noch deutlich prekär ist. Absolut, auf jeden Fall. Allerdings ist, glaube ich, so, dass das, ich würde ja als Flüchtling, wenn ich jetzt der Situation wäre, würde ich als Staat nehmen, damit ich halt erstmal überhaupt unterkomme, dann würde ich mir in Ruhe eine Wohnung suchen, da ich überhaupt erstmal was habe. Und dann ist, glaube ich, so, ihr seid ja erstmal so der erste Anlauf wahrscheinlich für die Kurzzeit und in Langzeit seid ihr ja dann wahrscheinlich dann, das ist so, wäre so meine Überlegung, wenn ich jetzt in der Situation wäre. Wir selber merken es auch, also vor allem auch zum Highlight-Zeitpunkt, also die ersten 2-3 Monate, wo es losging, hatten wir, glaube ich, bestimmt an einem normalen Tag für die Vermietung Anfragen zwischen 3 bis 10, die also entweder direkt ukrainische Leute waren oder deren Mittelsmänner, also irgendwelche Dolmetscher, irgendwelche Leute, die mir kooperiert oder geholfen haben halt und angefragt haben nach Vermietung oder nach freien Wohnungen, ganz genau, und halt natürlich auch primär möbliert, weil die halt die kommen ja meist mit dem Koffer nur, ne? Das heißt, eine leere Wohnung ist ja für die erstmal, hat ja keinen Mehrwert, weil die ja komplett einzurichten ist. Ja. Müller haben uns auch ein bisschen abgeebbt, hat aber aus meiner Sicht auf dem Immobilienmarkt, also zumindest Mietmarkt, zu einer großen Nachfrage geführt, der ja sowieso schon nicht entspannt war, dass also jetzt also noch mehr Spannung dazu entstanden ist, ja. Mhm. Aber ihr habt es ja halt auch gemerkt, ne? Ja. Ja. Okay. Ja. Ja gut, müsst ja irgendwo hin, ne? Logisch. Wollen ja aber auch alle wieder weg. Also wir haben es vor 2 Monaten ganz krass gemerkt, dass wieder einiges frei geworden ist, auch bei unseren Mitbewerbern, die da auch ganz klassisch in die möblierte Langzeitvermietung gehen oder so, die diese Chance natürlich genutzt haben, auch im, ja, also manche nennen es positiv Speckgürtel von Leipzig. Neukieritzsch fühlt sich nicht an wie der Speckgürtel, aber jeder, der aus der Ecke kommt, weiß, was ich meine. Aber dort war natürlich auch die Wohnungsnachfrage sehr hoch. Da ist es, gibt es aber einen sehr niedrigen Mietspiel. Also ich sage mal so 5 Euro auf den Quadratmeter ist dort normal. Und die haben natürlich alle in die Hände geklatscht, weil sie die Wohnungen dann weggekriegt haben. Es ist ein großer Leerstand dort in der Ecke. Und die haben auf jeden Fall gemerkt, okay, jetzt zieht es wieder raus. Mhm. Entweder, weil sich Communities darum gekümmert haben, wie du schon sagtest, geeignetere Wohnungen zu finden, besser angebunden und ganz viele auch wieder zurückgegangen sind. Ja. Mhm. Okay. Ja. Genau. Ja. Fazit. Wir wollten ja so ein bisschen so einen Strich runterziehen nach einem Jahr. Also Fazit, let's rock. Let's rock Ruhrgebiet. Ja. Also es ist, wir haben... Sky's the limit. Wir haben probiert, wir haben experimentiert, wir haben uns rangetastet und wir sind heiß, wir sind ready. Und wenn du da draußen, um dich auch mal anzusprechen, wenn du eine Wohnung hast oder das ganze Thema interessant findest, dann verlinkt der Christian mit Sicherheit irgendwie meinen Kontakt und dann komm auf uns zu, gerne. Wir sind jetzt mittlerweile, wie gesagt, wir festigen uns immer mehr hier im Ruhrgebiet, fassen auch Fuß, wir bauen uns jetzt hier auch ein
Standortbüro auf, genau, haben da große Ambitionen, die Qualität und auch den Service hier deutlich zu verbessern und zu erhöhen. Und das geht einfach nur mit Manpower vor Ort. Da sind wir dran und ansonsten, Wachstumspotenzial hier natürlich enorm. Einfach riesig, auf kleinstem Raum in Deutschland mit Abstand die meiste Bevölkerung. Es ist super spannend. Nicht nur Essen ist spannend, sondern Mülheim, Bottrop, Bochum. Am Ende alles, was irgendwie hier im Ruhrgebiet unterwegs ist, was gut angebunden ist, ist mit Sicherheit für Geschäftsreisende, für Durchreisende, für Monteure, aber auch für Feriengäste durchaus interessant. Wir haben also allein in Essen hier mit Volkwang oder so auch tolle kulturelle Angebote, die gerne auch genutzt werden und selbst Klassenfahrten. Und hier kommt wirklich viel hin. Man hat hier natürlich auch durch die ansässigen DAX-Unternehmen einfach eine gute Perspektive und also Fazit ist, macht Spaß hier, wir wachsen recht stabil, dank euch auch natürlich an der Stelle. Mhm. haben einfach Freude hier. Also wir merken, das ist ein Standort, da sind wir noch lange nicht am Ende, wir haben gefühlt erst reingeschnuppert und wir haben Bock. Okay, ja cool, auf jeden Fall. Genau, du machst ja mehrere Sachen. Du machst ja einmal den Bereich des Betriebs, des Managements davon. Dein Wissen, glaube ich, gibt es auch noch weiter. Mhm. Du hast, glaube ich, einen Podcast. Genau. Was noch? Vielleicht kannst du einfach zwei Sachen nennen. Verlinken wir auch gerne auch unten drunter nochmal. Aber wenn jetzt noch, also zum einen, ich glaube, du suchst immer Leute, die Immobilien dafür haben. Hast du ja gerade kurz schon erwähnt. Du kannst Leuten dabei helfen, dass sie in das Thema reinkommen, also sowas wie ein Coaching oder allgemein so ein bisschen Wissensvermittlung. Genau. Ne? Und was auf jeden Fall noch hast, du hast auch kostenlosen Content auch durchaus mit dem Podcast. Also das heißt, man kann also da auch wirklich sehr viel schon mal rauswischen, ein paar Nuggets sich ziehen. Ne? Auf jeden Fall. Also wenn jetzt jemand jetzt sagt, hör mal, ich habe jetzt was, wie soll ich erreichen, was kannst du ihm anbieten? Vielleicht kannst du da noch mal kurz droppen. Also was wir machen ist, neben dem Betrieb der Wohnungen verwalten wir auch, zwar nicht so gern logischerweise, also man ist dann ja wieder Dienstleister, aber das sehr gerne, da fangen wir jetzt gerade in Essen damit an. Wir haben uns gesagt, wir fangen das erst an Standorten an, wo wir einfach auch die entsprechende Agenturleistung bieten können, wo wir auch die Personalstärke haben vor Ort, um da halt reinzustarten. Da stellen wir gerade eine Wohnung für einen Kunden fertig. Wir machen da tatsächlich auch vom Möblierungskonzept, so wie wir das damals gemacht haben, bis zur Montage der Möbel, können wir ein Komplettpaket anbieten. Und das ist verdammt viel Arbeit. Also das ist, ich weiß, allein das Aussuchen, das Wählen, Bestellen, dann gucken, ist es vollständig, dann waren Sachen kaputt schon angekommen, merkst aber später beim Aufbau und so weiter. Also das ist allein schon ein riesen Aufwand. Genau, also diese Zeitersparnis bieten wir. Wir haben fertige Einrichtungskonzepte auf die Zielgruppen abgestimmt. Das ist ein großes Learning gewesen. Das ist auch eine große Zeitersparnis dann an der Stelle. Also wir haben das ganze Thema für uns einmal systematisiert und optimiert. Im laufenden Prozess merkt man auch, welcher Badschrank einfach absolut ungeeignet ist auf die Dauer oder welches Bett einfach keinen Spaß macht. Das zum einen, das ist der ganze operative, betriebliche Kontext. Dann habe ich 2021 mit der Consulting, mit der Beratung angefangen, habe dort Kunden begleitet. Wir sind mittlerweile bei 35 begleiteten Kunden. Ist jetzt nicht allzu groß, aber wir können wenigstens mit Stolz behaupten, dass alle 35 Kunden Erfolge verzeichnen können, dass wir sowohl Studenten als auch gestandenen Unternehmern die Möglichkeit bieten, in diesen Markt einzutreten, mit mehr oder weniger Kapital, sich da was nebenbei oder hauptberuflich aufzubauen. Das bieten wir an, das machen wir in einem Rahmen von einem 6-Monats-Programm. Genau, Infos dazu findet ihr dann auch unten, verlinken wir einmal. Und der Podcast ist quasi mein kleines Unternehmenstagebuch. Das ist tatsächlich kein Marketing, klar nutzen wir das mittlerweile auch, um gewisse Stellenausschreibungen zu positionieren. Bei uns kann man natürlich auch arbeiten, auch da haben wir offene Positionen, auch hier im Ruhrgebiet. Aber das ist tatsächlich einfach ein Auszug aus meinen Erfahrungen, aus meinem Learning. Und ich sage auch immer wieder, also wenn du
damit starten willst. Du musst nichts dafür ausgeben. Du kannst dir auch 130 Podcast-Folgen anhören. Das geht natürlich auch. Genau, und da ist mal mehr und mal weniger Qualität drin, so wie das in einem Tagebucheintrag halt auch der Fall ist. Man hat mal mehr und mal weniger Zeit, aber ich versuche das schon sehr regelmäßig zu füttern. Es kommt ungefähr einmal die Woche ein Video bzw. ein Podcast raus. Und wir werden jetzt auch anfangen, das Ganze systematisch auf Instagram. In den Stories erlebt ihr hautnah, wann wir möblieren, wie wir das Ganze organisieren. Wir halten da wirklich kein Blatt vor den Mund. Und das ist, glaube ich, ja, schon sehr guter, kostenloser Content, um einfach dieses Thema für sich ein bisschen besser kennenzulernen. Absolut, ja. Und Rendite ist ja, also wenn wir schon bei der Vermietung gerade waren, ist ja enorm. Von daher mit Sicherheit auch sehr spannend für das passende Objekt. Und die aktuelle Zeit. Ja, ganz genau richtig. Ja, super, Kelvin, vielen Dank. Verlinkt mal das unten in den Kommentaren, da siehst du drunter. Kontakt kann ich ja gerne aufnehmen. Wer da Bock drauf hat, wer sagt, das ist vielleicht mal, muss man sprechen zu, ne? Kann er gerne den Kontakt aufnehmen. Das heißt, wenn du das jetzt denkst, das ist für dich ein Thema, was spannend ist, ob du jetzt Vermieter bist oder ob du jetzt ein Betreiber bist oder allgemein dich mit dem Thema betrauen möchtest, melde dich gerne bei Kelvin. Expertise hast du ja gehört, ist ja mehr als genug da. Genau. Ansonsten würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Wir sind im Projekt erstmal Essen Ghost Airbnb sehr erfolgreich durch. Ja. Oder heißt durch? Du machst natürlich weiter, gar keine Frage. Aber an der Stelle würde ich jetzt sagen, unsere Playlist endet hier. Ja. Zumindest die erste Staffel. Genau. In den nächsten Folgen. Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und na, hier nicht vergessen, bevor ich die ganze Zeit nur meine Angebote droppe. Wir haben die erste Wohnung. Ich habe in meinem Leben meine erste Immobilie gekauft, dank Gottschling. Ja? Also genau. Auch da wisst ihr, da ist jetzt der richtige Ansprechpartner, genau. Zu meiner Linken. Kauf und Kauf, auch gerne bei uns. Kelvin, nächste Staffel kommt. Definitiv, ich bin dabei. Alles Gute, wir sind raus. Bis dann, ciao.